Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Thema Opportunitätskosten und die größten Faktoren im Network Marketing und warum du diese kennen solltest und was das für Auswirkungen hat auf deinen Erfolg. Darum geht es in diesem Video. Und wenn dich das interessiert, dann würde ich mich freuen, wenn du ja bis zum Ende dabei bleibst. Wie gesagt, ist ein kleiner Impuls. Und ja, wenn du weitere Impulse oder weitere Tipps rund um deinen Erfolg im Network Marketing im Offline-Online-Marketing haben möchtest, dann geh doch einfach auf oliverschirmer.de oder trag dich ja unter www.oliverschirmer.de ja in meinen Verteiler ein. Dort bekommst du weitere kostenlose Tipps regelmäßig in dein E-Mail-Postfach. Okay, aber das nur so am Rande. Lass uns über das Thema Opportunitätskosten sprechen. Was ist das eigentlich? Ich habe dir hier mal einen Auszug aus Wikipedia bereitgestellt. Ich werde dir aber gleich auch noch, weil ich mag es ja gerne einfach, meine Definition von Opportunitätskosten nennen. Wikipedia schreibt, Opportunitätskosten, manchmal auch Alternativkosten oder Verzichtkosten bezeichnet, sind entgangene Erlöse, allgemein entgangener Nutzen, die dadurch entstehen, dass vorhandene Möglichkeiten, Opportunitäten nicht wahrgenommen werden. Und umgangssprachlich kann man auch von Kosten der Reue oder Kosten entgangener Gewinn sprechen. Ja, also so weit, so gut. Meine Definition ist ganz einfach die, du verzichtest auf eine von zwei Möglichkeiten. Und das hat natürlich Auswirkungen. Denn egal, was du im Network Marketing tust, aber auch was du nicht tust, das kostet dich etwas. Ja, und wie viel dich das Ganze kostet, das hängt dann immer dann letzten Endes von der Entscheidung an sich ab. Und deswegen möchte ich mal ganz kurz auf die sechs Kostenfaktoren eingehen, die aus meiner Sicht im Network Marketing diejenigen sind, die am meisten zu deinem Erfolg oder zu deinem Misserfolg beitragen. Und dann kannst du für dich ja quasi selbst ausrechnen oder für dich selbst die Entscheidung treffen, welche ja Opportunitätskosten du weiter für dich tragen möchtest und welche nicht. Also lass uns mal dann kurz diese sechs Punkte durchgehen. Der erste Punkt, ich habe es jetzt einfach mal so chronologisch von Beginn an gemacht, ja, wenn jemand neu im Network Marketing startet, zuallererst ist ja die Frage, muss ich denn etwas investieren, um ja das Network Marketing Geschäft aufbauen zu können, beziehungsweise um überhaupt in diesem Unternehmen starten zu können. Es gibt ja Unternehmen, da gibt es zum Beispiel Starter Kits, die man erwerben muss, oder man muss zuerst ja ein gewisses Paket kaufen, um dann ja quasi die Produkte weiterverkaufen zu dürfen. Ja, es gibt Lizenzgebühren, oder du musst halt dementsprechend, ich sag mal, gewisse Mindestumsätze tätigen, um ja an Differenzprovisionen oder Provisionen auf deinen Teampartner zu erhalten, wie auch immer und was es da alles so gibt. Das ist einfach die Frage, wenn du jetzt am Anfang stehst, möchtest du in ein Unternehmen einsteigen, wo du zunächst mal investieren musst? Warum ist das eine wichtige Frage? Weil das Geld, was du investierst, das kannst du natürlich nicht mehr anderweitig verwenden. Ja? Ich mache ein Beispiel mal angenommen, du müsstest jetzt 1.000 Euro investieren oder 2.000 oder 3.000, der Betrag ist völlig egal, dann könntest du ja alternativ dieses Geld auch anlegen, ja, und würdest dafür Zinsen erhalten. Oder du könntest dieses Geld ja in Werbemaßnahmen investieren, die dir dann vielleicht 2, 3, 4, 5 oder 10 neue Teampartner bringen, je nachdem, um wie viel Geld es sich handelt. Und diese dann natürlich das Geschäft wiederum weiter aufbauen, dir neue Umsätze bescheren und so weiter. Das heißt, wenn du diese Investition zahlst, dann kannst du dieses Geld halt eben nur einmal ausgeben. Und machen wir jetzt einfach mal ein laufendes Beispiel. Mal angenommen, du brauchst im Monat, sagen wir mal, 100 oder 200 Euro für den Eigenbedarf, für Eigenumsätze, um dann quasi qualifiziert zu sein, wie auch immer. Dann hast du ja jeden Monat diese 200 Euro. Und jetzt mal angenommen, das wären die einzigsten 200 Euro, die du zur Verfügung hast. Dann hättest du diese 200 Euro ja nicht mehr zur Verfügung, um zum Beispiel Werbeanzeigen zu schalten, um ja in Werbung zu investieren. Wenn dir diese 200 Euro beim Umkehrschluss jeden Monat zwei neue Teampartner bringen würden, dann wären das auf 12 Monate gerechnet 24 Teampartner, die natürlich wiederum weitere Teampartner rekrutieren und natürlich dort Umsätze entstehen. Das heißt, die entstehen quasi oder dir entgehen quasi Umsätze, weil du eben diese Investition tätigst. So, und ich will das jetzt gar nicht bewerten, ist das eine gut, ist das andere schlecht, sondern du musst einfach für dich diese Umstände kennen, um für dich dann dementsprechend entscheiden zu können. Der zweite Punkt ist Markt, Produkte und Unternehmen. Ja.
Es gibt ja auch Unternehmen, wenn man mal so den Zahlen, die man so liest, den Glauben schenken darf, dann ist es ja so, dass die meisten Unternehmen die ersten 5 Jahre nicht überstehen. Das heißt, die meisten Unternehmen, die verschwinden so schnell von der Bühne, wie sie gekommen sind. So. Und viele Unternehmen, aber auch viele Produkte, aber auch viele Märkte, die werden dann halt dementsprechend aber auch gehypt. Ja, das nächste große Ding und so weiter hast du bestimmt schon gelesen. Und dann quasi 3, 4, 5 Jahre später sind diese Unternehmen nicht mehr da. So. Und was hat es jetzt aber mit Opportunitätskosten zu tun? Was hat es mit Kostenfaktor zu tun? Ganz einfach. Du kannst zwar kurzfristig, ja, wenn ein Unternehmen 3, 4, 5 Jahre am Markt ist und dann nicht mehr, hast du vielleicht kurzfristig Geld verdient. Dir entgeht aber auf der anderen Seite das, was du langfristig hättest verdienen können. Ja, das heißt, mal angenommen, du hast zwei Möglichkeiten: ein Unternehmen, was halt nur kurzfristig existiert, und ein Unternehmen, was halt langfristig existiert. So, nach 3, 4, 5 Jahren hast du vielleicht ein bisschen Geld verdient, hast ordentlich Geld verdient, wie auch immer. Und dann musst du wieder von vorne anfangen. Das heißt, bis Momentum eintritt oder bis Duplikation dauerhaft stattfindet, ja, bis dein Unternehmen halt zum Laufen kommt, dauert es ja auch immer eine Zeit. Das heißt, du hast also im Prinzip 2, 3, 4, 5 Jahre verloren für ein gewisses Einkommen. So, jetzt musst du wieder von vorne anfangen. Das heißt, du fängst dann wieder an, 1, 2, 3, 4, 5 Jahre zu investieren, und wenn es blöd läuft, das Ganze dann nochmal ein drittes Mal. Das heißt, du investierst, du verlierst nicht nur den Zeitraum, den du jetzt investiert hast, sondern auch den du wieder investieren musst, um neu aufzubauen. So, lange Rede, kurzer Sinn, wenn du dagegen ein Unternehmen hast, was vielleicht schon viele, viele Jahre am Markt besteht, bewiesen hat, dass es mit, ja, Schwierigkeiten auch umgehen kann, dass es innovativ ist, ja, dass es halt eben langfristig schon funktioniert und auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte langfristig funktionieren wird, dann kann das für dich natürlich von extremem Vorteil sein, weil du halt eben einmal aufbaust, ja, das Momentum startest, ja, die Duplikation anfängt, dein Unternehmen anfängt von alleine sich zu vergrößern, und du halt eben dann langfristig davon profitierst. Natürlich kann ich dir das jetzt schlecht in Zahlen machen, wir können jetzt irgendwelche Beispiele konstruieren, aber wenn du jetzt ja vor deinem Einstieg im Network Marketing stehst, musst du das halt auf jeden Fall ja mitkalkulieren, und deswegen kann ich dir dann nur empfehlen, such dir Unternehmen, die auch schon in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie es drauf haben. Such dir auch Märkte, die langfristig funktionieren, die jetzt nicht, wo du nicht in die Zukunft spekulieren musst, sondern wo du heute schon ein solides Produkt, ein solides Unternehmen hast, mit dem du aber auch langfristig noch dein Geschäft aufbauen kannst. Dann haben wir als nächsten ja, Kostenfaktor, wenn man es so nennen will, beziehungsweise die nächste Frage, die du dir stellen musst: Ausbildung neuer Vertriebspartner, gehst du in den Teamaufbau oder fokussierst du dich auf den Eigenumsatz? Auch hier ich will es nicht bewerten, was ist gut, was ist schlecht. Meine Empfehlung ist sowieso immer, beides zu machen, aber grundsätzlich ist es natürlich so, wenn du dich ausschließlich auf den Eigenumsatz fokussierst, dann hast du zwar einen kurzfristigen Gewinn. Ja, bei uns im Direktvertrieb ist das dann natürlich auch ja ein deutlich höherer Gewinn, wie wenn du vielleicht jetzt anfängst, Teampartner aufzubauen, und das natürlich erstmal eine Zeit lang dauert, bis deine Investitionen da Früchte tragen. Aber dafür hast du halt, ich sag mal, kommst du irgendwann an deine Grenzen, was Zeit und Einkommen betrifft. Ja, bei uns gibt es jetzt nochmal eine Sonderstellung. Wir können auch ja innerhalb der Produktefolge Provision aufbauen, aber das ist jetzt nur so am Rande. Wenn du aber dahingehend sagst, okay, ich investiere in Teampartneraufbau, in die Ausbildung neuer Vertriebspartner, dann hast du da natürlich etwas, wo du langfristig quasi davon profitierst. Das heißt, selbst wenn du dann heute mal nicht arbeitest, wächst dein Unternehmen weiter, ja, und dein Einkommen wächst überproportional. Und das ist auch so eine Frage, die muss man halt für sich entscheiden. Und man muss eben halt kennen, was entgeht mir, wenn ich das eine tue und das andere lasse, ja. Und das muss ich halt einfach im Vorfeld wissen. So, dann haben wir noch ein viertes Beispiel, nämlich das Thema Empfehlungsnahme. Auch hier erlebe ich häufig, dass ja, der ein oder andere sagt: Mensch, Empfehlungsnahme, das mache ich nicht, ich mache lieber weiter Kaltakquise. Oft ist da die Angst vor Ablehnung ein Thema. Das ist aber jetzt auch nur so am Rande erwähnt. Aber die Empfehlungsnahme, ja, ob du die machst oder nicht machst, das hat natürlich Konsequenzen, hat Auswirkungen auf dein Geschäft, ja.
Wenn du dir angewöhnst, von Anfang an Empfehlungsnahme ja, zu lernen und die Empfehlungsnahme zu betreiben, dann hat es natürlich für dich einen ganz entscheidenden Vorteil, dass du ja dass du dich deutlich leichter in der Kundenakquise tust, natürlich weniger Zeit brauchst, was natürlich auch wiederum Geld bedeutet. Und wenn du auf Empfehlungen verzichtest, dann verzichtest du ja auch, ich sag mal, auf mögliche Kunden und mögliches Einkommen. Ja, wenn du, ich sag mal, 10 Empfehlungen kriegst und hast unter den 10 Empfehlungen einen Kunde, der dir einen riesen Auftrag bringt, dann ist das natürlich ja eine ganz, ganz wichtige Sache. Und deswegen ist auch das Thema Empfehlungsnahme ja, nein etwas, was du natürlich für dich immer klären musst. Kostenfaktor Nummer 5, ja, ist, dass du zu viel Zeit mit den falschen Menschen verbringst. Grundsätzlich macht es Sinn, sich einfach mal auszurechnen, was deine Zeit wert ist, zum Beispiel pro Stunde, ja. Und dann einfach für dich mal abzuwägen, wie viele Menschen du tagtäglich deine Zeit widmest, obwohl der Wert deiner Zeit gemessen an den Ergebnissen, die die einzelnen Partner dann bringen, in gar keiner Relation stehen, ja. Du musst also für dich sehr schnell erkennen oder herausfinden, ob du es mit Zeitdieben zu tun hast oder ob du es mit Umsetzern zu tun hast. Weil Menschen, die nie was umsetzen, aber sehr viel Zeit rauben, werden dir halt nicht den Erfolg bringen, ja, wie Menschen, die zwar auch deine Zeit benötigen unter Umständen, aber die Tipps und ja, Ratschläge, die du ihnen gibst, umsetzen, die werden natürlich ein Vielfaches der investierten Zeit dann dir auch an Gewinnen wieder zurückbringen. Ja, und deswegen musst du für dich auch, und das ist mein Tipp an der Stelle, dir unbedingt ein System überlegen, wie du es schaffen kannst, schnellstmöglich Menschen einzuarbeiten, ohne dass du, ich sag mal, immer sofort präsent sein musst und somit auch rauskristallisieren kannst, wer von den Menschen sind oder wer von den Menschen in deiner Downline sind diejenigen, die dann auch tatsächlich umsetzen. Und ja, es gibt ja nicht so, oder es gibt ja so den schönen Spruch, investiere nicht die Zeit in die Menschen, die sie am meisten brauchen, sondern die, die sie am meisten verdienen, ja. Und das sollte man ja sich quasi auch immer als Merksatz quasi ja immer vor Augen halten. Also wichtig auch hier, die Zeit, die du mit den falschen Menschen verbringst, kostet dich was, ja. Und das muss dir halt klar sein und dementsprechend musst du natürlich auch dein Unternehmen, deine Downline so organisieren, dass du hier mit möglichst wenig ja, Kosten ja dass du so wenig wie möglich Kosten hast, aber auf der anderen Seite halt so viel wie möglich dann auch Ertrag und dass du dich auf die richtigen Menschen fokussierst. So, und dann in Kombination zu Punkt 5 möchte ich dir da einfach mal noch ein Beispiel geben, wie wichtig das ist, dass du ja die richtigen Mitarbeiter auswählst. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Zeit die Menschen in die Ausbildung neuer Partner investieren. Da werden Gespräche geführt, stundenlang, ja, anstatt ja die Zeit, die man dort investiert, in die Auswahl der richtigen Mitarbeiter zu stecken. Und da gebe ich dir einfach mal gerne ein Beispiel. Wenn du jetzt heute, sagen wir mal, 10 Partner hast, ja, dann hast du da im Schnitt 20%, also zwei, ich sage mal, Top-Producer, die halt ja das meiste von deinem Umsatz machen. Dann hast du ja so 6 Leute, also 60%, das ist so Durchschnitt, ja, und 20% sind dann diejenigen, die halt weniger machen wie der Durchschnitt, ja. So, und in Zahlen ausgedrückt, was sind jetzt da die Opportunitätskosten? Das ist eine ganz einfache Sache. Wenn du jetzt zum Beispiel sonst war ich zu schnell. Wenn du jetzt zum Beispiel ja, 1 Million Euro Umsatz machst mit den 10 Partnern, das ist jetzt ein rein fiktives Beispiel, dann würden jetzt diese 20 Partner, sagen wir mal, 250.000 Euro Umsatz machen. Also das wären dann 125.000 pro Person. 60% der Partner, also die 6 Partner, die den Durchschnitt machen, da würde jetzt jeder 100.000 machen, also 600.000. Und von den zwei Underperformern, also von den zwei, die unter dem Durchschnitt liegen, würden pro Person würden 75.000 Euro Umsatz anfallen, also 150.000. Wenn du das zusammenzählst, ja, dann kommst du auf 1 Million Euro Umsatz.
Würdest du dich jetzt aber darauf fokussieren, dir nur Top-Producer zu suchen, ja, und alles andere wegzulassen, dann hättest du zum Beispiel im gleichen, mit der gleichen Anzahl von Partnern, also mal angenommen, 10 Partner, Top-Producer, wären dann 10-mal diese 125.000, wären also 1,25 Millionen Euro Umsatz statt 1 Million Euro Umsatz. Das heißt, deine Opportunitätskosten in dem Bereich sind einfach 250.000 Euro oder 250.000 Umsatz, ja, was das einfach ausmacht. So, und deswegen ist natürlich die Auswahl der Mitarbeiter ein ganz, ganz entscheidendes Kriterium, beziehungsweise da du das natürlich auch, wenn das Ganze sich dupliziert, nicht immer hundertprozentig im Griff hast, weil du ja nicht die Auswahl der Partner für deine Partner übernimmst, ja, oder für die Partner, deren Partner und so weiter, ist es wichtig, dass du ein wirklich gut funktionierendes Ausbildungs- und Schulungssystem hast, so dass du, ich sag mal, flächendeckend, ja, die Leute quasi einarbeitest, schulst, ja, ohne dass du aber ja mehr Zeit aufbringen musst und dann rauskristallisierst anhand der Umsätze und so weiter, wer denn deine Top-Producer sind und diese dann besonders förderst. Ja? So, auch hier hoffe ich, dass das Ganze dir jetzt wieder ein Stück weit weitergeholfen hat. Wichtig ist einfach, dass du für dich die Erkenntnis hast, dass jede Entscheidung, die du triffst, ja, dass das quasi Konsequenzen mit sich bringt, beziehungsweise Opportunitätskosten beinhaltet, ja. Und ob wir etwas tun oder nicht tun, es kostet uns etwas. Und wenn das gelungen ist, so rüberzubringen, dann freut mich das. Und wie gesagt, wenn du weitere Informationen haben möchtest, schau gerne mal auf www.oliverschirmer.de vorbei und fordere dir ja gerne auch unterhalb des Videos weitere Informationen an. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin alles, alles Gute. Ja, maximalen Erfolg. Bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.